Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Pathfinder und wollten jetzt in das Sumpfgebiet hier. Ja. Zur sogenannten alten Zausel. Hier hin. Sumpfhexe. Die aber an sich völlig in Ordnung ist. Ja. Ach. Nur etwas einsam. Wir werden Anhalten, später gucken. Wir können gleich gucken natürlich. Ja, können wir auch gleich mal. Was ist hier los? Ah. Ach, das war gut. Geschichtenerzähler hat die Gelegenheit ergriffen und gemeistert. Schön, danke. Weiter geht's. Ja. Du hast einen weiter Weg. Ja. Hab ich gerade gesagt und schon. Ja, ja, gut, okay, wir sind alle müde. Du kannst ruhig anhalten. Ja. Ja, ja, ist gut. Gut, verwalten. Da sollst du mal wieder. Ja, jetzt werden wir wieder jagen. Warum sollen wir die Rationen verbrauchen? Mhm. Ansonsten. Ja. Warum, sie macht das doch nicht? Ich guck nur. Die ist nicht so gut. Nee, kannst du vergessen. Überhaupt nichts als ja. Mache. Nee. Okay, ja. Christian. Das haben wir schon mal probiert. Also, so, was wollen wir denn zum Essen kochen? Wir können ja mal den Juwelenreis probieren. Ja. Ja. Fünffach Bewegungsrate, gut. Das passt im Moment ja. Ganz gut. Mhm. Dann sind sie schneller, müssen nicht ja. So oft rasten. Lindsay. I don't want to talk about myself, or my family, or my life. I don't. I even didn't open my mouth yet, and already you're shutting me up. I just wanted to ask if you had any salt left. Ja, Lindsay, du hast einmal zu viel gefragt gehabt in der Vergangenheit, und wie war das? Okay. Irgendjemand? Nein, keine Vorliebe für Juwelenreis. Nee, nee. Hallo, wer ist das denn? Ah ja, musste ja kommen. Hab uns ja eine ganze Weile in Ruhe gelassen. Und wer kommt hier? Niemand? Hä? Weiß ich nicht, das glaube ich aber eher nicht. Oder? Da, guck mal, ein Troll. Ach, ein Troll. Ist das nur einer? Ein einsamer Troll. Der ist aber grün. Der ist grün. Ja. Ich kann ihn trotzdem nicht ansprechen. Ich kann auch versprechen. Aha. Aha, gut, ja. Ist klar. Jetzt wird er rot. Aha, lauf, lauf. Er warnt die anderen. Na gut, dann, ja. So. Schön, na, wenn das so ist. Lindsay, ein Liedchen. Die wollen weg. Eigentlich auch blöd. Aber sie kamen nicht mehr weg. Wir sind gemein. Ah ja. Eigentlich hätten wir die auch laufen lassen können. Na, dann hätten sie aber unser Land verlassen müssen. Das stimmt. Solange die hier sind und die Dörfer überfallen, können wir sie nicht frei rumlaufen lassen. Na gut, wenn du meinst, dann würde ich sagen, hast du ja auch vielleicht recht. Aber nur vielleicht. Kann man die auch häuten? Serves you right. Serves him right. Mhm. Ach so. Ach, ich falle immer noch drauf rein. Die haben nichts mehr. Wir haben alles eingesammelt. Gut, alle raus hier. Weiter geht's. So, fortfahren.
Und wieder was los. Aber jetzt können wir es nicht mehr angucken. Mhm. Oder? Guck doch. Doch, können wir. Mhm. Klar, wir haben es ja annektiert. Aha. Oh. Ja, ja, das habe ich gewusst, Peter. Ja, ja. Ja. Pepe, natürlich. Ich meine, das war klar. Sie hatte ja kaum, das war ja nur ganz wenig. Irgendwie. Ja, ja, sie hatte, glaube ich, nur 50%. Genau, also 50, so wenig auf jeden Fall. Oder so. Tja, kann man nichts machen. Ja. Jetzt haben wir halt Loyalität verloren ein bisschen, aber das ist nicht schlimm, aber da haben wir am allermeisten von. Ja. Und die Zwergenruine wollten eigentlich zur Sumpfhexe. Die Zwergenruinen, hier wollten wir rein. Jawohl, zur Sumpfhexe. Das heißt aber auch, dass wir wieder einige frei haben, wenn wir zurückkommen. Und wir können wieder einige Aufgaben angehen. Genau. Da ist der Ghoul, mit dem haben wir auch noch nicht geredet. Doch, mit dem haben wir doch gesprochen. Ist doch der Ghoul, das ist doch, wie heißt der Wilber? Heißt er Wilber oder heißt er Dings der Bumster? Ist doch egal. Aber die Sache ist ja erledigt. Wir müssen jetzt nur noch zur Hexe. Your shield. Keine Ahnung, wer von dem. Auf jeden Fall ist der Vater, der Dorfvorsteher. Der ist erlöst. Der ist erlöst. Und der andere, der wird nicht erlöst werden. Und die Kuh können wir nicht erlösen, aber man kann trotzdem nochmal mit ihm reden. Wenn du irgendwann mal mit ihm reden willst, ich wüsste aber nicht warum. Aber du kannst ja, machen. Man kann ja mal gucken. Na ja. So. Ja. Die hat einen tollen Hut auf. Ja. Ja, bitteschön. Oh, 400 Goldmützen. Ja, danke. 300 Erfahrung ist doch gut. Ja. Jetzt kann man mit ihr handeln. Ah, können wir auch hier. Ja. Ja, Dorsey war schuld. Ja. Nütter war schuld. Wilber war auch schuld. Kalitropsia war sowieso schuld. Ich würde sagen, schuld. Was denkt ihr? Ich würde sie fragen. Ja. Was denkt aber ihr? Aber ich glaube, die eigentliche Ursache sitzt tiefer. Die den allen das eingeflüstert hat. Ja. Ist ja. Gut. Ja, tschüss. Oh, da hat sie recht. Ja. Gut, wir gucken, was sie hat. Oh ja, guck mal, die tolle Sachen, oder? Gürtel der großen Konstitution hat sie. Wir gehen da rein nach. Sie hat einen Eiskampfstab. Oh, der ist nicht schlecht, hat aber sie keine. Aber Accessoires hier, sie ein Schutzring plus Schutzring zwei. Plus können wir zwei. Immer brauchen. In der großen Konstitution, natürliche Rüstung und Amulett 1 brauchen wir ja nicht. Und 2. Im Schutzring würde ich ja vielleicht noch kaufen. Hier hat sie. Nee, aber sie hat nichts. Verwandlung, Hast, ja, das hat sie schon. Ich gucke immer nach den Schriftrollen für Octavia, nach Verwandlungsrollen, aber ich finde keine, außer die sie sowieso schon hat. Ja. Na gut. Nee. Hier, Beutel mit Federtoken braucht man können. Nicht ja, ja, mehr. Brauchen wir aber nicht. Brauchen wir auch nicht und mehr. Und den haben wir auch schon lange. Ja. Gut. Na gut. Aber ich kann bei ihr den Trödel verkaufen, ja, dann werden wir wieder leichter. Wir sind relativ schwer. Gut. Kurz mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas Erwähnenswerte dabei ist. Ja. Ah ja, auch 1200. Gut. Na schön. Danke. Gut.
Die Gruppe leidet unter leichter Belastung. Wir leiden. Ja, sie leiden ja so. Unter leichter Belastung, ja, ja. So. Hier geht's raus, dann können wir ja hier vorbeigehen, mal gucken, ob er noch was zu sagen hat. Ja, kann man ja immer. Und es liegt ja auch auf dem Weg nach draußen. Give the order. Mal ein bisschen speichern ist auch nicht verkehrt. Ja, kann man ihm ja sagen. Also zerstöre diesen Leib. Dann soll man ihn umbringen. Er will erlöst werden. Na gut, dann ist es zu Ende, dann machen wir es. Tun wir ihm den Gefallen. Ja. Repent! Halt. Ja. Schon erledigt. Geht weg. Hat er was dagelassen? Mal gucken. Ein Ballmeisterstück. Na jo. Bringt auch 100. Genau. Na gut. Schön. Dann sind wir hier fertig. Ja. Alle. So, dann gehen wir uns mal wieder unser kleines Dörflein angucken. Och, na nee. Gut, wer immer das ist. Ihr seid lästig. Ah, ach, Hydra. Die. Okay, Lindsay singt. Alle angreifen und dann Lindsay singt. Ich mach's immer noch verkehrt. Meint sich anders irgendwann mal? Vielleicht. Das war's. Ja. Die war ja echt nicht groß. Nö. 45 Punkte also. So. Gut. Zwei Augen. Zum gut, Kochen. Danke. Und was? Stand zum Glück gleich am Ausgang. Und fortfahren. Waren ja schon fast da. So. Hallo Duggan. Mit dem habe ich ja nichts zu beschnacken. No stopping now. Da müssen wir ja warten, bis er die Rüstung repariert hat. Ja. So. Ich würde eure Geschichte gerne ein andermal hören. Ja. Na gut. Was ist ein Wutra? Erzählt mir von Wutra, stand aber egal. Gut. Ja, sie ist doch eine Wutrani, oder wie? Ach so, ja, nein, danke. Jetzt kannst du uns ein andermal erzählen. Ja. Ja, ja. Die ufern immer so aus. Ja, ja. So, da ist ein Händler. Da steht ein Priester, brauchen wir eigentlich alle nicht. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Wir wollten doch das nächste Ding auch besuchen. Ja. Wir haben ja wohl die Halskette jetzt fertig. Und dann wollten wir mal zu Wehren, oder wie der heißt. Aber erst mal gehen wir zu uns nach Hause und gucken mal. Ja.
Das ist immer blöd mit dieser Ecke. Warum leuchtet das hier so? Ja, das wollte ich auch nicht. Was ist denn das? Na gut, dann müssen wir erstmal schlafen. Ja. Why do people write everything down? Memory is firmer than paper. You can't borrow someone else's memory and read it in a library. Besides, memories die with hast their du nicht own Unrecht. While books keep living. Well, maybe not forever, but definitely longer than their authors. Da hat sie recht. Mhm. Gut. Ja. Ja. Na gut. Wegfahren. Jetzt leuchtet's nicht mehr. Nee. Aber hier leuchtet was? Ja, da werden wir dann auch. Ach, das ist die Jagdhütte. Ja, die leuchtet, leuchtet immer. Immer. Und ich gucke jedes Mal aufs Neue. Mm. Ja, klar, weil es leuchtet. Würde mir auch so gehen. So. Truhe. Und. Ja, die Teile sind das. Na. Wie sieht es bei den anderen eigentlich aus? Sind die auch vollständig? 9 sind nee, das. Nee, die Armschiener müssen 10 Stück sein. Okay, da müssen wir noch ein Stück finden. Ja, Geschichtenerzähler. Du darfst mal wieder schmieden. Aha. Geschenk der Triade hatten wir noch eins dabei. Und dann haben wir die Splitter. Hm, tu das. Ja, klar. Deswegen sind wir doch da. Mhm. Rigonga identifiziert Kette der Doppelkreuze. Aha. Na gut, dann gucken wir uns die mal an. Gucken wir mal, was macht die Kette der Doppelkreuze? Die müsste hier sein. Mhm. 4 auf Trick, Heimlichkeits- und Beweglichkeitsfertigkeiten. Nahkampfangriffe, 2W6 Schaden. Wenn sich ein Verbündeter im Kampf vom Träger entfernt, zwingt das Amulett den Träger zu einem Gelegenheitsangriff auf diesen Verbündeten. Ja. Na, Lindsay, was hast du für ein... das ist eine Halskette. Was hast du für eine Halskette? Natürliche Rüstung plus 1. Naja, da müsst ihr... gucken wir mal. Sie hat Tricks. Wo waren die Tricks nochmal? Da sind sie. Ja. Aha. Plus 33. Wenn du die jetzt drauf machst, mal gucken. Plus 37. 37. Und mehr Heimlichkeit. Man muss halt nur aufpassen, dass sie so ja. steht, dass sie den Verbündeten nicht gleich abmuckst. Ja, allerdings. Wir werden es jetzt mal riskieren. Wir werden es testen. Ja. Ja. So, gut. Dann gehen wir mal zum Tisch ja, und genau, gucken, was wir hier machen können und müssen. Mhm. Jubilus 9 oh. Und er noch 6. Ja, noch 6 und 9 Tage. Projekte. Das Krankenhaus wollten ja. wir machen. Mhm.
Wir wollten aber auch... Was? Annektieren Regionen da. Schon, ja, aber... Dazu brauchen wir Octavia oder den Geschichtenerzähler. Naja, hier, da wäre Octavia vielleicht gar nicht so schlecht. Weil es ja um... Dann... Na gut. Wollt mal Aufstieg machen, da brauchen wir Octavia. Dann müsste das der Geschichtenerzähler machen. Gut. Ja, weil die beiden können wir ja, nicht machen. Hier. Ja, ja, schon klar. Die sind ja noch beschäftigt, ja, die ja, beiden. Also gut, müssen wir Octavia zurückhalten. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken. Und die Region... Oh. Wir haben nicht so viel Geld. 275 ja. Baupunkte. Muss ja auch nicht jetzt sein. Nö, muss nicht sein. Eben. Die, machen wir die anderen Sachen lieber. Die Baupunkte können wir besser investieren, wenn wir was bauen in unseren Dörfern, die wir haben. Gut, dann mach, was du willst, aber mach was. Gut. Also gucken wir jetzt erstmal hier bei den Rangaufstiegen oder so. Nein, erst bei den Projekten. Gut. Krankenhaus. Das Krankenhaus wollten wir machen. 75 BP ist das? Ja. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Na, aber Tristan wäre der besser, glaube ich. Wähle klug. Wähle einen Ratgeber, der sich Octavia um die... Octavia würde bringen Gemeinschaft und Loyalität. Ja, ich kann sie. Ach so, ja, die kannst machen. Das stimmt. Dann machen wir das. Ja, die braucht es gibt da keinen Dings. Bei, lass nee, es machen. Ich denn? Will vor allen Dingen hier weiterkommen. Vor allen Dingen auf den Gebieten. Na guck, was bringt das denn nochmal? Hier Arkan, das müsste Harim. Und Harim wird in 22 jetzt Tagen. Jetzt guck doch nochmal, was bringt es? Es bringt Gemeinschaft. Und was bringt es als zweites? Das kommt doch das drauf macht, an, wer es macht. Wenn sie es macht. Wenn es Octavia macht, Gemeinschaft und Loyalität. Wenn es jemand oder? Anders macht? Nö, es bringt es oder jedem. Ist es egal? Vor allen bringt es es. Ja, ich verwechsel das immer. Das sind immer die Probleme und die Gelegenheiten, wo der... Berater bestimmt, was rauskommt. Na dann gut, gucken wir mal, ja. Was ein anderer macht. Also. Nee, ich glaube, das ist. Wir haben sowieso niemand zur Verfügung sonst. Mhm, machen wir das sowieso wollen wir nicht. Sowieso nicht. Das wollten wir schon lange. Ja, das ist gut und ein BP pro und Woche. Und das bringt wir brauchen auch Geld. Einen Baupunkt pro Woche, ja. Ja. Das aber Jubilost kann aber ist wieder nur unterwegs. Jubilost machen. Wir machen aber, nehmen aber Jubilost dann. Ja. Das ist jetzt wieder Harim, das ist ja noch alles unterwegs. Nur Harim machen, die ganzen Flüche, da haben wir ja, sowieso alles keinen. Harim, alles Harim. Instandsetzung oh, der Bronzeschildfestung. Kassil. Das könnte. Ja, das bringt Stabilität. Machen. Das könnten wir sollten das machen. Bringt Stabilität, Stabilität ist wichtig. Und die brauchen wir dringend. Ja. Ist egal, da haben wir kein Geld mehr, aber ist auch wurscht. Ja. Wir können ja wieder was verkaufen. Also, ja. Also wir können ja wieder inzwischen kaufen. Inzwischen haben wir Baupunkte ja wieder kaufen. Etwas ja. Geld. So. Ja. Krankenhaus. Das können wir starten. Wir haben aber nicht genügend starten. Geld. Da müssen wir erstmal... Wir müssen erstmal Baupunkte kaufen. Und zwar fehlen uns 20. So, starten. Ja. Ne? Warum geht das nicht? Ja, ich weiß nicht, hast du auf Kaufen? Bist du auf Kaufen gegangen oder so? Annehmen? Ich wollte aber keine 120 annehmen. Nee, geht ja nicht. Warum kann ich jetzt keine Baupunkte kaufen? Kann mir das jemand nicht. Verraten? Na, vielleicht darfst du hier nicht drin sein in dem Projekt. Vielleicht musst du das so kaufen, unabhängig von irgendeinem Projekt oder so. Ich weiß es nicht.
Geh mal raus, geh mal hier rein. 100, hier übrigens ist schon mal 117 stand jetzt da. Es war, hat es jetzt genommen. Ja. Hast gesehen? Ja. Du musst da raus ja, sein. Ich habe sie zweimal gekauft, aber ich musste da erst mal raus, ja, bevor genau. es akzeptiert und angezeigt ja, hat. Genau. So. Ja, und das geht sowieso nicht mehr. Weil sie unterwegs ist, ja. Guck das nächste an. Warum ist es dann frei? Also das stimmt hier alles nicht. Die muss man sich wirklich alle nochmal angucken. Flüche, das nicht stimmt, was er da anzeigt. Da machen wir jetzt nichts. Nein. Sowieso nicht. Nein. Wer ja, kann, das, kann ja nur warten. Jubilost machen, oder? Ja, da müssen wir warten, bis Jubilost wieder frei genau. wird. Und Jubilost wird frei, wann? 9 Tage. 9 Tage. Na gut. Was haben wir denn noch für welche da? An Projekten? Ja. Das haben wir ja schon geguckt. Ja, das ist klar, das kennen ja, wir. Ja, Oktober auch nicht. Oktober sowieso Nibon, nicht. Nibon, das wollen wir noch ja, machen. Das Jubilost. Machen wir, wenn er frei wird. Das ist, Flüche, die Flüche, Flüche kann man machen, wenn der frei wird. Hohepriester. Ja, dazu braucht man Harim. Auch Harim, ja gut. Ist der Aufstieg. Dann machen wir die Sache mit Harim zuerst dann. Und da braucht man Tristan dazu. Ja. Und da braucht man ja, Octavia dazu. Sensenbaum. Ja, dafür gibt es noch nicht mal jemand, ja. der es machen könnte. Dorf an den Marken ist bestimmt alle, das ist alles Harim. Wir brauchen einen Helfer für Harim. Das kann er gar nicht alles machen. Du bist fertig, okay. Wir brauchen nicht alles zu machen. Sind wir durch, ja. Also, los, raus hier. Ich schlage vor, wir machen weiter mit dem Bockenauftrag. Mhm, gerne. Es war ein böser Auftrag, aber... Wir gehen, und zwar wie gehabt, mal sehen, wo wir da hin müssen. Wollen wir sehen, wenn wir auf den Auftrag gehen vielleicht. Vielleicht hilft das, vielleicht hilft das nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was haben wir denn überhaupt hier für Aufträge? Eine verdiente Belohnung, was war das eigentlich? Eine verdiente Belohnung? Ah, ja, die Nymphe muss ich auch noch heimsuchen. Ups. Halt, warte mal, gib mir den wieder nach oben. Was denn? Was ist denn, ach so, Jahreszeit der Blüte? Nee, ist doch ja, der Fluch des Kerzenmeers. Kerzenmeers sollten wir auch mal bei Gelegenheit machen, ne? Ist auch offen. Wie, was? Ja, richtig, hier Kerzenmeer, das ist ja, auch noch, das müssen wir auch, ja. 1001 fragwürdige Geschichte. Ja. Ah, siehste, das haben wir jetzt davon. Sie arbeitet erst mal wieder weiter, wenn wir ihre Geschichte angehört haben. Wir wissen nicht. Der Fluch haben wir noch 206 Tage. Ja, die ist auch ein Fluch, die Frau. Ja, hier, Bocken. Okay. Das ist der Auftrag. Und okay. zwar ein Nest von Wehrratten in der Nahlmark. Ein Nahlmark. Nest von Nierratten. Ist ja nicht weit von den Rhein. Ob das nördlich oder südlich ist, wissen wir nicht. Wo ist ein Nahlmark? Ja, hier. Nördliche Nahlmark. Wehrratten versteckt. Da ist es. Dann gehen wir doch da mal hin. Na gut, dann gehen wir da hin. Zeit haben wir zum Glück im Moment. Ja. Manchmal kommt man ja nicht raus. Die Gelegenheit müssen wir nutzen, dass sie uns mal ein bisschen Luft lassen. Okay, wie ihr schon sagt. Gina, warum ist sie denn so? Was denn? Können wir mal gucken, sie was im Königreich los ist? Wir müssen gleich eine Pause machen, ja. Ja, ja, ich guck mal, was hier los ist. Was gibt's zwei hier? Ereignisse. Zwei Ereignisse. Eine Nachricht vom Silberstufensee. Na, das kann man nur im Thronsaal lösen. Da kommen wir jetzt nicht hin. Und Banditenplage. Ah.
Haben wir niemand, der es jetzt machen kann? Müssen wir sehen. Ja, wer also frei wird. Es wäre eigentlich was für Cassil hauptsächlich. Ja. Und Cassil wird. Wann haben wir es losgeschickt? 29 Tage, das kannst du vergessen. Das wird nichts mehr in diesem Monat. Nee, dann muss es Jubilas machen. Und ja, Jubilas kann es machen. Ja. Jubilas. Der wird wann frei? In 8 Tagen. In 8 Tagen, ja. Das reicht noch. Hm. Na gut. Müssen wir nur aufpassen. Ja, ja. So. Also, wir müssen. Wir sollten jetzt rasten. Weil sie wollte. Alle wollen. Und die beiden wollen. Ja, rasten. Ja, die beiden sind schon müde, also. Wir können ja noch rasten und dann machen wir sowieso Schluss. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir dann dahin. Ja, macht mal herzhaftes Essen wieder. Gut. You're a kind person, Tristan. It must be hard for you to witness all the atrocities that go on around here. I draw strength from my goddess. If I begin to feel sad, I turn to Serenrae in my prayers, and she gives me solace. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Schluss. Gut, dann gehen wir nächstes Mal rein. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.